Hallo, meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen wieder zurück bei Mist Survival, wo wir endlich versuchen wollen, Munition herzustellen. Es stellt sich immer noch als sehr, sehr schwierig dar, aber vielleicht kriegen wir es hin. Ich melde das jetzt hier. Bis morgen ist es auf jeden Fall fertig. Und dann können wir endlich die zwei Zahnräder machen, die wir hierfür brauchen. Es ist eine langwierige Nummer, die wir hier durchziehen müssen. Hier ist noch mehr Zinn. Einfach noch mehr Zinn. So, Moment. Hier habe ich noch ein paar Pfeilspitzen. Ich will die Dinger nämlich hier gerade eben reinbringen. Und eigentlich ist das dafür da. Oder wir machen jetzt einfach mal Nägel mit Köpfen und machen nochmal einen weiteren Schrank. Es sind einfach zu wenig Schränke hier. So. Ich bin ein Fan von diesen Security-Lockern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag die. Ich mag die wirklich sehr. Sind die irgendwie cool. Die haben mehr Platz als die anderen. Das verstehe ich nicht. Ja, komm, ich glaube jetzt mal rein, was wir haben. So und so und so. Ich brauche dann nochmal so ein Teil. Aber dafür kann ich jetzt auch meine Bretter hier verarbeiten. Ein Brettchen noch. Ah, wieder Licht. Und das ist das wahrscheinlich hier schon fertig, ne? Yo! Melde ich auch nochmal. Und jetzt kann ich nochmal zwei von den Dingern herstellen. Eine Stunde 30. Ich hoffe bloß, dass ich in der Zeit nicht verhungere. Gebonkt. Ja, es geht noch. Und jetzt machen wir den Kollegen hier fertig. So, endlich haben wir unsere Reloading Bench. Hier können wir jetzt Munition herstellen. Und für Granaten muss ich das upgraden und da brauche ich 6 von den Teilen. Oh, das ist teuer. Aber das machen wir auch noch mit der Zeit. Ich will aber nicht sofort Granaten machen. Granaten ist totaler Quatsch. Da muss ich dann mal gucken, welche Munitionsart wir eigentlich verwenden. Das ist Pistole, das ist Schotti. Was ist denn das hier? 7,62, right? Ah, hier M4. Okay, steht sogar dran. Gut. Dann haben wir den da. Ja, genau, brauche ich gerade nicht mehr. Das jetzt mal hier rein. Tut das jetzt mal hier rein. Den hier wollte ich noch zerlegen. Das kommt damit drauf. Obwohl das eigentlich gar nicht da rein gehört. Das gehört eigentlich da rein. Und das mal hier wieder raus. Der Köcher eigentlich auch nicht. Ich muss das alles wirklich mal ein bisschen besser hier durchplanen. So ein richtig mürbisches Chaos hier. Zack und zack. Da sind die Teile. Wo kann ich eigentlich daraus die Munitionshülsen herstellen? Das ist im Schrank. Wo mache ich das? Mache ich das hier? Jo. Ah, und dann mache ich hier 16. Okay. Die Kaliber 45er. Das sind die, und da brauche ich 30 Minuten für so einen ganzen Satz. Ich muss mal überlegen, was ich halt haben will, ne? Ich glaube, dass das Sturmgewehr wahrscheinlich unser bester Freund ist. So, wir essen hier nochmal so ein Chicken. Dann wird hier geharvestet mal wieder. Wie lange dauert das? 57 Minuten. Boah, das ist lang. Dafür, dass man so ein Hühnchen auseinandernimmt, wisst ihr? Ja, dann ist es halt nachts um 1, wenn wir fertig sind. Dann ist es halt so.
Fällt einfach mal runter. So, das ganze Fett, nein. Fett soll da rein. Fett soll da rein. Was mache ich denn da? Ja, aber das kann ich jetzt nicht mehr machen. Das ist einfach zu spät. Machen wir am nächsten Morgen. Total komisch. Ich höre gerade eben, ob im Hintergrund Leute reden würden. Nicht immer. Aber hin und wieder mal hört man das in diesen Samples hier. Ob da Menschen wären. Mann. Ich tatsächlich so ein Teil hier noch essen. Einfach nur quasi, um über die Nacht zu kommen im Essen. Wie weit ist eigentlich unser Trockenfleisch. 100% getrocknet. Ist ja geil. Okay, das haben wir jetzt also auch noch. Aber das dürfte sehr salzig sein. So, dann hauen wir uns jetzt mal hin. Schlafen heute mal nur 6 Stunden. Der schließt sich auch morgens um 7 gleich raus. Kopfschüttel. Wir werden heute mal einen Baum fällen müssen, aber als allererstes Fleisch. Wenn wir das Hühn schon haben, sollten wir es auch als solches benutzen. Moment. Ach, komplett all. Eines dann schneller wieder zurückgelegt. Vorbereitet sind wir. Und Ignite. Kann diese Dinger, glaube ich, nicht irgendwie in was anderes verwandeln. Ne? Nee, das geht nur mit dem hier. Mit Dry Meat. Nur mit dem Bärenfleisch geht das. Na ja, gut. Hühnchen abhängen. Salmonellen. Weiß nicht, ob das reicht. Hühnchen ist das Medium. Entschuldigung. Und dann tauschen wir gleich durch. Yay. So, die erste Portion ist schon mal fertig. Können wir gleich schon mal uns reinziehen. Oh, das ging aber schnell. Nein! Ich esse es jetzt trotzdem, ist mir jetzt egal. Bloß, dass ich kein Food Poisoning dadurch bekomme. Oh, raus damit. Ja, komm, eins können wir noch essen. Perfekt. Also machen wir da oben noch das Fett hier. Das auch schon fast durch ist. Boah, guck mal, wie viel wir von diesem Zeug zusammenbekommen, diesem Biodiesel. Das ist echt der gute. Das ist echt der gute Kram, ey. Das geile Zeug. So. Dann möchte ich meinen Köcher bitte wieder füllen. Add Arrows. Im. So, und jetzt brauchen wir tatsächlich noch Holz, um das eine Ding da draußen da fertig zu machen. Der auch fertig. Dann craften wir den da. Hoffe, dass der eine reicht. So, und die Munition für soll jetzt eigentlich nur noch dafür da sein. Ja, ein Brett. Die Munition, die ich jetzt gleich crafte, soll ja eigentlich nur dafür da sein, um Banditen auf Abstand zu halten, ne? Einen anderen Plan habe ich damit nicht. Der nächste Baum, der fällt. Und dann ist eigentlich der nächste Plan eigentlich, sich mal umgucken, ne? Sobald wir wieder ein bisschen bewaffnet sind, dass wir dann auf Achse gehen. Ich mache wahrscheinlich zwei verschiedene Arten von Munition, oder? Mache ich sogar drei verschiedene Arten von Munition? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Ein bisschen Holz kann man ruhig mal mit reinnehmen. Ich diesen Baum hier schon fälle, kann ich ihn auch komplett mit reinnehmen. Türe zu. Ein Brettchen hergestellt. Ich habe eine Säge nicht. Ach komm, jetzt verbrauchen wir diese olle Säge. Solange sie nicht mittendrin kaputt geht.
was sie getan hat. Cool. Die ist mittendrin kaputt gegangen. Das sah ich nicht kommen. So, warte mal, jetzt können wir nämlich die Sachen da rein, wobei das brauche ich gleich. Ich möchte diese ganzen Erze da jetzt reinräumen und auch die ganzen da ehemaligen Erze. Jo, das alles soll da rein. Hier, hier, ho. Das ist sehr, sehr schön. Nur das da noch rein. So. So, zweimal Kopper, viermal links. Ich finde es so doof, dass ich das nicht mehr irgendwie miteinander zusammen kombinieren kann. Der Hammer ist auch bald schon Geschichte. Iron Ore. Tu ich jetzt auch mal alles da drüben rein. Das brauchen wir auch ihr dafür. Iron Ore. Zinnohr, ich lasse extra diese Felder dafür frei. Das brauche ich gleich noch. Kann man so lassen. Gut. Dann schauen wir mal. Also, oh ne, das ist das Falsche. Wo? Da drüben muss ich das machen. Dann 8. Oh Gott, ich brauche jetzt mal noch Eisen. Low Quality Metal. What? Mein Leben ist vorbei. Ich habe kein Low Quality Metal. Ich kann. Ich krieg ja noch eine Krise, ey. Ich krieg ja echt noch einen Vogel. Egal was ich mache, es reicht nicht. Ach so, das kann ich auch mal rausräumen. Boah, dieses Low-Quality-Scheiße. Das Auto immer wieder leer. Ich weiß nicht, was ich mit dem Gold machen soll. Ich habe noch kein Rezept gefunden, das Gold benötigt. Deswegen lasse ich das Gold einfach mal hier, bis wir irgendwann mal wissen, was man damit tut. Räume das jetzt mal hier übergangsweise da rein. Genauso wie das hier, weil ich nicht weiß, was man damit tut. Diesen Extra-Pfeil lasse ich hier. Das Brett lasse ich da. Die Federn ebenfalls. Hunting Arrows. Habe ich nicht? Ich habe doch woanders noch ein paar Hunting Arrows. Muss ich mal bei Gelegenheit mal überprüfen. Ach ja. Ich habe drin Hunting Arrows. Moment. Ich wusste es. Dass hier welche sind. Einfach da rein. Diesen extra Köcher hier, den lasse ich tatsächlich mal hier. Pfeilspitzen tue ich nach draußen. Ich brauche jetzt wieder Metall. Ich krieg eine Krise, Leute. Ich krieg wieder eine Krise. Ich habe wieder nicht genügend Metallschrott. Einen Stein lasse ich auch da. Ja. Wir haben hier genügend davon. Wir haben Pfeile. Oh, wo gehe ich jetzt hin? Ich möchte aber nicht so weit weg. Ist kein Ort, wo ich easy going mal ein bisschen an Metall rankomme. Vielleicht ist ja irgendwo was respawned. Lass es mich mal überprüfen. Bei der Gelegenheit gehen wir mal auch ganz, ganz kurz mal eine Runde Wasser holen. Mehr Verbände. Schade definitiv nicht, das zu tun. Wir kontrollieren jetzt mal hier die Häuser. Vielleicht ist da noch irgendwo was drin. Bevor ich jetzt hier das Wasser nehme, werde ich nochmal eine Runde speichern, denn ich traue dem Frieden nicht. So. Au. Und Wasser gefüllt. Wir hatten schon ein paar Mal das mittendrin dann irgendwie plötzlich bei einer Aktion. Keine Ahnung, warum wir 2 Minuten brauchen, um
Ding zu füllen. Ist mir ein Rätsel. Vielleicht ist ja hier wieder was. Ein Brett finde ich immerhin. Oder so noch Zombies. Wo kann ich irgendwie an die rankommen? Falsch mit denen. Na toll, daneben. Ja, ein Bogen ist cool. Kann ich an dieser Stelle aber nur sagen. Ja, ich glaube, wir haben hier tatsächlich Respawn gehabt. Zumindest von ein paar Dingen. Diese Dinger kann ich auseinandernehmen. Die Verzweiflungsoption. Den treffe ich auch mit. Das ist cool. Sauber. Und dann noch eine leere Flasche mit raus. Ja, dann haben wir noch die Option, das jetzt da drüben zu machen. Es ist echt Verzweiflung jetzt hier. Ich will jetzt nicht schon wieder irgendwie mit dem Auto irgendwo rumjuckeln und so. Was ist denn das da oben? Den Weg bin ich auch noch nie lang. Sollte ich mal ändern. Aber erstmal die nähere Umgebung. Moment. Habe ja einen Pfeil wiederbekommen. Leider nur einen. Das ist sehr ärgerlich. Aber ganz im Ernst, die Holzpfeile tun's. Ja, dieses Haus hier. Gott, da wollte ich ja auch schon mal rein einbrechen. Weiß bis heute nicht, was da drin ist. Weiß es einfach nicht. Und das da oben. Da rollen Steine. Die Rolling Stones. Ich speichere mal lieber, bevor ich da hochgehe. Weiß der Geier, was wir da oben finden. Ist auf jeden Fall ein Weg, der da hochführt. Hallo? Da ist ein Schrott da drüben auf jeden Fall. Vielleicht haben wir ja Glück. Da hat es auch eine Hütte. Und ein Auto. Ich bin gerade bloß paranoide, ob da Menschen oder Bär. Nein, Bär da drüben, okay. Genau, das war ja der Grund, warum ich paranoide war. Das geht nicht, aber den kann ich hier machen. Wenn es einen Ort gäbe, wo ich auf den Bären safe schießen könnte, ich würde es versuchen. Aber es ist Wahnsinn, auf offener Wildbahn auf einen Bären loszugehen mit Pfeil und Bogen. Wenn schon mit dem Gewehr, es ist Wahnwitz. Auf jeden Fall, wer auch immer hier war. Geil, die haben Essen übrig gelassen. Die haben hart gefeiert. Ihnen geht nicht kaputt, ne? Nein. Eine Dose, die ich eigentlich mitnehmen kann? Ne. Ui. Aha. Wie nah muss ich denn noch ran an den Bären? Oh, dadurch habe ich aber das hier nochmal entdeckt. Okay. Also da hinten steht der Bär rum. Merken wir uns das. Was da? Das ist das Ding, wo ich schon mal drin war?
Wahrscheinlich. Ja. Das ist genau das Teil, weil wir dadurch da unten das andere Gebiet sehen können. Also wir sind jetzt hier oben in dem Bereich, in diesem hügeligen Bereich, in dem ich noch nie war. Schauen wir uns das Ganze doch beim nächsten Mal ein bisschen näher an. In dem Sinne, macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und hey.